Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem kleinen neuen Tutorial Video. Heute gucken wir uns mal die Markerroute an, was sie so kann und für was sie überhaupt ist. Das Video richtet sich eher an Anfänger unter R4. Die alten Hasen wissen ja genau, wie es läuft mit dieser Route. Und man muss sagen, am Anfang braucht man sie auf jeden Fall noch nicht. Ob man sie überhaupt braucht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich nutze sie sehr gerne. Sie hat zwei Funktionen, zwei Hauptfunktionen. Die gucken wir uns gleich in der Praxis an. Wir gucken uns jetzt erstmal schnell an, was das Ding hier so kostet. Dann gehen wir hier unter Markerrouten. Es gibt drei verschiedene. Ich habe jetzt einfach die genommen. Hier die billigste, die es überhaupt gibt. Auch die kürzeste. Muss jetzt jeder selber wissen, ob er dann hier, ich sag mal, sowas ausgeben will. Mit 10% Wurfreichweite. Ich für meinen Belang, also ich finde, es gibt noch keinen See, wo ich so weit werfen müsste. Wobei das Ding ja sowieso schon so rausdonnert wie Arsch. Ja, also sehe ich noch keinen Sinn drin. Deswegen habe ich mir die billigste geholt. Eine etwas kräftigere Rolle drauf. Und schon läuft das Ganze. Und dann kann man hier unter... Jetzt muss ich mal eben gucken, wo das war. Ja, unter Markerbleie. Ja, Markerbleie. So, ich habe mir jetzt dieses einfache Ding hier geholt. Kostet auch 100 Silber, ja, 80 Gramm. Weil die Route, also ist genau dann wirklich ausbalanciert. Ne? Also da geht nichts mehr. Weil die Route hat 85 Gramm. Und dann holt man sich noch so eine Markerpose hier und dann war es das. Die hat 7 Gramm. Jetzt muss ich mal gucken, wo das hier, Junge, manchmal stehe ich hier vor und denke, wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, unter Markerposen natürlich. Ja. Gibt es in drei verschiedenen Farben. Ich hatte mich für gelb entschieden. Dann sind wir 2 Gramm drüber mit dieser Pose hier, aber drauf geschissen. Ja, das passt soweit. Und dann hast du hier so den Aufbau quasi. Gucken wir uns mal eben an. Wie gesagt, Markerroute. Ich habe jetzt die Alpha mal drauf getan. Irgendeine popelige Schnur ist eigentlich Wumpe. Einmal das Blei und einmal den Marker. Ja, jetzt gehen wir mal zur Praxis über. Ich laufe mal zu einer Stelle und dann gucken wir mal, was das Ding so kann und für was das überhaupt da ist. So, dann gehen wir jetzt zum Praktischen über. Ich habe mir jetzt eine Stelle ausgesucht an der Festung. Und wie gesagt, die Route hat zwei Funktionen. Die erste gucken wir uns jetzt einfach mal an. Strebe ich mal eben nach hier. Ja, man wirft einfach aus. Geschwindigkeit nicht zu schnell. Ich habe jetzt hier 21. Und dann kurbelt man einfach ganz langsam über den Grund. Und dann sehen wir schon, lehmiger Untergrund. Ja, unten links lehmiger Untergrund. Und ja, was sagt uns das Ganze? Zum Beispiel, wir wissen ja, es kommt nicht auf die Vorfachfarbe an. Die hat noch leider, muss man sagen, keinen Nutzen in dem Spiel. Also ihr könnt jetzt hier braun, grün, gelb, ja, whatever drauf tun. Das interessiert die Fische im Moment noch null. Ja, aber wohl könntet ihr ein lehmfarbenes Futterkörbchen oder Blei dran machen. Ja, also ganz einfach nur die Bodenstruktur auslesen. Und zum Beispiel, wenn ihr irgendwo durchschleiert, und da steht auf einmal Sandbank. Ja, Sandbank, das kann man rauskriegen, indem man eben nicht nur durchzieht. Oder Muschelbank, ja, Muschelbank, auch ganz wichtig. Zum Beispiel, da könnte man die Bleifarbe nehmen, egal. Ja, also so habe ich es gelesen bei denen mal. Das wäre wohl egal. Ich bevorzuge dann aber auch, ich sag mal, wie bei kiesigen Untergrund, Yama etc., die Futterkörbchen in Schwarz oder Anthrazit oder sowas zum Beispiel. Ne? Aber das kann euch einen entscheidenden Vorteil bringen, eben bei scheuen Fischarten, muss man sagen. Ihr könnt damit, wie gesagt, die Bodenstruktur lesen. Wir hatten jetzt hier Lehm. So, und jetzt stehe ich ja nicht umsonst hier. Wir wollen jetzt hier in diesem 6-Meter-Bereich reinwerfen. Und ich habe da eben schon mal durchgeleiert. Hier war Schlamm und dann kommt hier irgendwann wieder Lehm. Ja, also man könnte jetzt, es gibt Schlammfutterkörbe zum Beispiel, ja, könnte man dran machen, für einen 6 Meter Bereich zu angeln. Man kann jetzt auch mit Clip direkt schon hantieren, aber wenn ihr noch gar nicht wisst, boah, wie weit ist denn das jetzt eigentlich vom Ufer bis da in dem Bereich. Ja, also ich habe jetzt rausbekommen die Nacht, dass wenn ich hier an, in diesem Baum so mittig reinwerfe, da sind wir so auf 5,2 Meter. Ja, ich werfe mal so, gucken wir mal, 40%. Ziehen wir mal ein bisschen näher.
So, und wenn man jetzt den Bügel öffnet, jetzt wartet man einfach, bis der Marker hochkommt. Ja, einfach warten, nichts machen. Der kommt schon raus irgendwann. Dauert manchmal ein bisschen. Da ist er jetzt. So, und jetzt liegt er da hinten. Ja. So, und jetzt tippt man den nur mal an. Und jetzt steht er da, ja. Und dann zeigt er euch unten links die Tiefe an. Wir sind jetzt bei 4,8 Meter. Ja, wir ziehen mal ein bisschen vor, lassen nochmal hoch. Wir wollen noch ein bisschen tiefer kommen. 6 Meter scheint es da genau nicht zu sein. Habe ich aber, ist mir schon oft aufgefallen, dass es eben nicht der Fall ist, so wie es die Karte angibt. Aber wir wollen ja in der Tiefenkuhle angeln. Vielleicht auf Wels. Ja, so jetzt sind wir auf 4,8. Machen wir nochmal ein paar Umdrehungen. So, da sind wir irgendwo entgegengekommen gerade, deswegen der Ausschlag. Und wenn das wieder weggeht, könnte es wieder tiefer gehen. Deswegen habe ich dann gestoppt und wir machen den Bügel wieder auf. Also wie gesagt, hier könnten ja jetzt zum Beispiel die Welse der Festung lauern, ja, in dem tiefen Loch. Also wollen wir da vielleicht mit einem Tauwurm oder Fischfetzen angeln nachts. Und so, jetzt sind wir auf 5,2 Meter. Ja, ich mache den Bügel nochmal auf, gehe mal ein Stück zurück, dann tippen wir das Ding an und legen die Scheiße ab. So, jetzt könnten wir uns die Grundroute nehmen als Beispiel und wir werfen einfach aus und dann zoomen wir mal hin und dann gucken wir mal einfach, ja, perfekt, schon getroffen, ja, und gut ist. So, wollen wir aber nicht so, wir wollen ja einen Clip haben, also klippen wir uns da jetzt einfach ran, ja, sagen wir mal, gut, 35 Meter war es nicht, so, wir sagen jetzt mal 18 Meter. Feuer mal raus. Mal gucken, wo er stoppt. Zu kurz. Ich schätze so 2, 23 Meter. Machen jetzt einfach mal 22 Meter. Nochmal geworfen. Sogar noch 2 Meter mehr. Und dann liegen wir eigentlich perfekt an dem Marker und da wissen wir für uns, aha, da kann der Marker eigentlich wieder raus. Machen wir mal 24 Meter. Pose anvisiert oder Marker. Raus den Spaß. Da wären wir jetzt auf jeden Fall im Loch. Man muss das ja nicht so genau nehmen. Fehlten sogar noch 2 Meter. Ja, und dann wissen wir für uns, okay, der Clip machen wir nochmal 26 und gib ihm. Ja, 26 ist perfekt. Jetzt bei 5,2 Meter. Und wir wissen für uns, okay, Marker kam wieder raus. 26 Meter ist ein 5 Meter Loch mit schlammigen Boden, ja. So, das Ganze hat auch noch Sinn, zum Beispiel Bernsteinsee, ja. Viele angeln ja zum Beispiel bis auf, ja gut, da könnte man sich den Clip ja direkt setzen auf 35 Meter, auch mit Pose. Aber wenn wir jetzt hier mit Pose angeln wollen würden, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wo ist denn das jetzt hier, ne, das Loch? Wie weit muss ich denn hier werfen? Wir gucken mal, ich glaube, tiefer wie 4 Meter oder 3 Meter kommt man trotzdem nicht, aber ist ja egal. Wir wollen jetzt da hinten angeln. Ja, jetzt gucken wir mal. Bisschen zu kurz. Müssen wir mit Vollspeed werfen. Mit der Matchroute meine ich, kommt man ja um einiges tiefer. Wir werfen mal voll raus. So, jetzt liegen wir auf jeden Fall an dem Marker. Da können wir uns die Markerroute dann liegen lassen. Und mit der Pose daran angeln. Ja, kein Problem. Dafür ist das eigentlich gedacht. Finde ich cool. Ich nutze sie gerne und öfters. Auf jeden Fall macht das Ding schon Sinn. Ja, vor allen Dingen kann ja die Bleifarbe bei scheuen Fischen den Ausschlag geben, wenn wir nicht genau wissen, was ist jetzt da ein 25 Meter für eine Bodenstruktur. Zum Beispiel Sandbank. Ja, ihr könnt ja auch über eine Sandbank auf einmal kommen. Da macht man eben Sandblei dran oder so ein sandfarbenes Futterkörbchen. Das kann ja dann schon den Ausschlag geben, ob ihr eben eine Trophäe fangt oder nicht. Ja, dafür ist die Markerroute gedacht. Wie gesagt, ich nutze sie gerne. Wollte ich euch mal zeigen. So kann man es machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Schönes Wochenende schon mal, aber wir sehen uns am Wochenende nochmal. Gucken wir mal für einen Spot für Money, Money, Money. In diesem Sinne, Petri, Dank und Petri, Hi.